So, hallo und herzlich willkommen zum Samstagsvideo. Wir spielen heute Chesto, ein Indie-Game von einem Wiener Entwickler, meines Wissens nach. Ich war vor geraumer Zeit ja mal in Wien eingeladen bei so einer Game-Developer-Convention, wo ich ein Panel gehalten habe über PR in Englisch. I say once to the Bayside, I come alive when a light dies. Overcast where we inside, eyes wide, light twice, my eyes don't mean shit tonight, cause I forgot. So, ich bin hier gerade auf der Gumpendorfer Straße und ich hatte jetzt gleich irgendwie so ein Panel, weil irgendein Streaming, ich weiß nicht selbst ganz genau, was das ist. Auf jeden Fall werde ich da ein bisschen was quatschen in einem offenen Diskussions-Q&A irgendwie so. Und dann nehme ich euch jetzt mit. Driving though I can't see shit and I've been lying through my teeth just to get the feeling right and feel alright. So girl, just turn the lights down. Da gibt es eine Menge Bier. Ja, das ist so schade. Und anscheinend sind ein paar Developer auf mich aufmerksam geworden und wollen mir jetzt ihre Spiele zuschicken und so weiter. Und das sind großteils Indie-Entwickler. Und ich dachte mir, let's give it a try. Ich hätte es bisher einmal ganz kurz angespielt, weil ich sehen wollte, wie die Mechanik davon ist, damit ich mich nicht komplett blamier. Aber so wie es funktioniert, glaube ich, muss man an einer Kasse einfach Items drüber ziehen. Und man wird entweder gefeuert oder man schafft's. Also mal schauen, wie gut ich bin in sowas. Gut, also hier oben haben wir anscheinend die Uhrzeit, ja. Und hier kriegen wir jetzt eine Menge Zeug, ne? Und hier ist zum Beispiel unsere Customerin. Press Space to move conveyor belt. Also das Ding hier, ja. So, jetzt kommt das hierher. Die hat Karotten eingekauft. Oh, die lebt aber hier gesund. Guck das ganze Gemüse an, Alter. Aber was ist das hier? So, jetzt kommen wir hierher. Und jetzt kann ich das hier einscannen am Barcode. Und dann schmeiße ich das hier in den Einkaufswagen. Weil das will die Gute ja haben, ne? So, die Karotte. Voll geil, dass die hier so verpackt sind. Watching your work makes me fall asleep. Ach, ja, okay. Was ist das hier? Eine grüne Erdbeere? Nein, das ist ein Apfel. Du lebst echt gesund, meine Dame. Ah, das ist aber auch so ein Hippie, ne? Die Klischees sind nicht zu übersehen. Oder kommt schon der nächste? Der sieht ja aus so wie ein Bauer oder sowas. Ne, das ist Mario, das ist ein Klempner. It's me, Mario! Das ist noch so ein... Hey, das sieht ganz genauso... Seid ihr zwei verwandt? Mal schauen, ob er sich jetzt auch wieder in den Kommentar bläst. Da kommt noch so einer. Dann nimm mal das Schild bitte. Ich will das gerade nicht halten. I don't have all day, work faster. Ach, halt doch dein Maul. Was hat der andere gesagt? Ich hab's nicht gesehen. Alter! Und da kommt eine Mutter mit ihrem Kind. Alles klar. Don't think Chester is going to pay you for your overtime. Jetzt soll ich dann aufhören zu arbeiten? Was willst du mir damit sagen? Er geht einfach. Er nimmt seinen Einkauf nicht mit. Gott, ihr kauft aber auch immer viel ein, wenn ihr in der Familie seid, ne? Das ganze Familienfutter und so Zeug. Die Pizza ist noch nicht runtergefallen. On the edge. Wir haben 21 Uhr, ist Ende meiner Schicht anscheinend jetzt. Es kommt nämlich niemand mehr. Auf was wartet ihr? Hi? Oh Gott. Ich hätte das doch schon gescannt. Als ob ich das nochmal... Hä? Guck, kann ich das immer wieder scannen? Pass auf, ich tu das jetzt weg. So. Each item should be scanned once. This is really not that hard. Kein Problem, ich mach's einfach noch ein paar Mal. Ja, du musst schon wieder dafür zahlen. So ist das Leben. Hart, aber fair. Was willst du denn von mir? Diese Frau macht mich fertig. Was, wisst ihr das? So. Okay. Alles ist wieder raus aus dem Einkaufswagen. Wir haben 25 Uhr. Alles klar. Okay, fangen wir an. One eternity later. So, und das letzte. Geh doch einfach! Wir haben 27 Uhr! Ah! Okay, wir geben dem Ganzen noch einen Versuch. Und wir haben wieder den lieben Mario hier. Und dieses Mal sind wir schneller beim Arbeiten. Kein Problem. I should wash it before dinner. Ja, eventuell. Ich hab, nicht so gute Hände. Ich hab Arthritis. Tut mir leid. Ja, wie ich noch jung war. Und da hatte ich auch noch so Rasterlocken. Da hatte ich das noch nicht. Aber... Ja, wie das Alter halt mit einem mitspielt, ne? Man ist nicht immer in der Blüte seiner Jugend. Was ist denn los heute? Heute ist Ökotag. Minus 60% auf Gurken. So, und jetzt kommt wieder die Mutter. Der Endboss. Oh, ein Huhn. So, gehst du nach Hause bitte?
22 Euro habe ich gemacht. Gucken wir mal das mal an. 601 Euro. Wir haben es drauf. Work one more shift. The challenge is real. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nur solche Mütter. Und wieder so eine organische Tante. Alles klar. Aber die frühstücken wir schnell ab. Kein Problem. So, ihre Brote als allererstes. Brote haben viel Kohlenhydrate, weißt du das eigentlich? Das ist nicht so gut für deinen Lebensstil. Du solltest mehr Karotten kaufen. Und vor allem Gurken. Wir haben auf Gurken minus 60%. 158 Euro. Die. YouTube Money. Regelt. Nice. Gut, ich würde sagen, das war so der erste Einblick für Chesto. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch keine Bewertung da. Ich weiß nicht, wie das was ankommt. Na, vielleicht wollt ihr mehr von diesen Indie-Spielen sehen. Kein Plan. Schreibt es mir in die Kommentare, wäre nett. Den Link zu dem Spiel findet ihr auch in der Beschreibung. Liebe Grüße an den Josef, falls er das Video hier sieht, der mir das hier per E-Mail zugeschickt hat. Dankeschön auch an dich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.